So, ich grüße euch. So, ich bin sehr begeistert über unsere Mysterienschulen, unsere viele Forschungsgruppen, die wir im Moment haben. Und vor allem das mit der Wertschätzung, denn wir wissen, was Wertschätzung ist, aber doch bleiben wir oft an der Peripherie. Was für eine Möglichkeit Wertschätzung hat, um täglich ein Abenteuer zu haben. Wir üben, wir machen Erfahrungen, wie wir unser Partner, unsere Kinder, unsere Umwelt, wenn wir einkaufen gehen können und plötzlich die Leute, die da sind, unter ein ganz anderes Licht zu sehen. Plötzlich Götter zu sehen und so einfach wie ein Abenteuer. Also in Bezug auf Wertschätzung haben wir sehr, sehr viele Tools entwickelt. Dann mit dem Thema Sterben, das Lesen, richtig intelligente Wahrnehmung von das, was ist. Das Thema Beziehungen, das Thema Firmencoach. Und die Wellen sind so laut hier. Und eben, einfach meldet euch. Wir haben einige Gruppen nur auf Spanisch. Wir können Spanisch-Deutsch machen oder Italienisch-Deutsch. Wir können mischen. Es ist wunderbar. Und das Thema, das Lesen der Kinder. Ne? Die genetische Information, was die Kinder mitnehmen. Man muss nicht 20 Jahre lang forschen, leiden, auf die Nase fallen. Ne? Ja, und dazu lade ich euch ein, meldet euch, ein intuitives Gespräch und macht diese Erfahrung oder macht eine ganze Ausbildung. Wir haben genug Informationen gesammelt. Tschüss.